des Karlsruher Mundart-ABC. Bei uns in der ehemaligen Hauptstadt Badens wird Brigantedeutsch gebabbelt. Sprachwissenschaftlich gehört die in unserer Region gesprochene Mundart zum südfränkischen Dialekt. Bevor du jetzt aber Letschnort siehst, fange mal lieber an. Alla heißt also. Für uns Karlsruher ein ganz wichtiges Wort, denn Alla passt immer. Alla, komm, geh fort. Alla? Alla? Alla gut, machen wir weiter. Blotze heißt fallen. Wenn was nicht nunner fallen soll, lass das bloß nicht blotze. Dabba heißt Schritt, Fußspur. Immer das Gleiche. Ich hab putzt und du musst durchlatschen. Pass auf, mach kein Dabba. Ei mache. Einkochen. Wenn's ganz ernst wird, geht's auch mal ans Eigmachte. Ferz. Sage mir zu Unnützes, Lächerliches. Aber mach kein Ferz. Geschwätzgebabbel. Sage mir zu Dahergerede. Du gehst mal elend auf den Senkel mit deinem Geschwätzgebabbel. Hi. Sage mir zu kaputt oder hin. Mach das Ding nicht hi, das hat viel Geld kost. Du fahrst mit dem Zug, ei, wo fahrst denn hi? Iwerzwerch. Sage mir zu durcheinander aufbrausend. Nach dem Fußballspiel war mein Alter wieder mal so richtig Iwerzwerch. Japse. Sage mir zu Keuche oder nach Luftschnappe. Die hat gejapst, wie wenn sie gleich abschnappe tät. Kappes. Das ist für uns leeres Gerede oder Unsinn. Schwitz mal kein Blech, das ist doch alles Kappes. Lapp. Das ist bei uns der Mund. Er tröst Wörtle für Unzufriedene. Das ist besser als ein Lapp voll Reisnägel. Muffle. Das ist für uns riechen oder stinken. Oh, mach's Loch auf, du hinmuffelst. Und wie? Neidappe. Ist für uns hineintreten, hereinfallen. Oh, bist in den Hundehaufen neidappt. Overdraus. Ist für uns erregt oder wütend. Rätzen nett, der ist gleich overdraus. Pforze. Das ist die Bezeichnung für die Stadt Pforzheim. Quadratlatsche. Das ist für uns ein großer Schuh oder auch mal ein Vollidiot. Ich stehe auf Quadratlatsche, weil ich mit Quadratlatsche im Quadratlatsche kann. Rabbel. Das ist die Aufregung und die Wut. Und Don hat ihn da Rabbel gepackt. Sach. Das ist die Angelegenheit. Das ist nicht Deusach, sondern Mäusach, das ist grad weisch. Der Tobi. Tobi Nambur-Schnaps. So ein Tobi, das ist was ganz Gutes. Den können sogar die Diabetiker trinken. Uff. Ist für uns auf oder offen. Das kann schalte wie Seller auf dem Dach. Verdopse. Schmutzig mache durch Fingerabdrücke. Nimm ja dein Schmiergriffel weg, du verdopst mal das Spichel. Wemmer, das sage mir zu, wenn man, wenn wir. Wenn man immer macht, was man will, dann will man irgendwann nimmer machen, was man will. Zerfe, das sage mir zu streite. Zerf nicht den ganzen Tag. So, nun sind wir am End. Du meinst, bei dir sagt man aber nicht so. Das kann schon sein, denn es ist wie überall Unterschiede.
gibt's doch schon in den einzelnen Stadtteilen und Nachbarorten. Bei uns in Karlsruhe zum Beispiel verläuft die Sprachgrenze Mitte durchs Stadtgebiet, die AI-OI-Grenze zwischen zum Beispiel Dreiweiche Eier in Mühlburg und Treuweiche Eier in Durlach. Mundart ist halt vielfältig und das ist doch gerade das Schöne. Also, Allah, macht's gut. Tschüss.